Huhu Freunde, ich bin's mal wieder, der Callcenter Crusher. Heute ruft mich unter anderem die verwirrte Frau Streitmann an, die ihres Zeichens eine Vertraterin von Handelsplattform ist. Habt Spaß mit den Anrufen dieser perfekt geschulten Verkäufer für Trainingprodukte. Und eines noch, bevor ich es vergesse, nach dem Intro geht's los. Wunderbar, sagen Sie mal, wie kamen Sie auf unsere Webseite? Über Empfehlung oder Werbung? Ich habe durchs Internet gesurft und plötzlich irgendwie kam so eine Werbung, glaube ich, auf. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Okay, was Sie auf unsere Werbung gesehen haben, also wenn wir 1:1 zusammen fortführen, ja? Das war auch unsere Werbung. Also da steht, vielleicht erinnern Sie sich nicht, da steht so, der erste Login-Preis ist 250 Euro. Und wenn Sie anmelden und dann später zum Beispiel, wenn Ihnen das System gefällt Ihnen nicht und so weiter, Sie können Ihr Geld wieder zurücknehmen. Das ist gar kein Problem. Und mit dem ersten Login-Zahlung ist 250 Euro. Haben Sie das auch gesehen vielleicht? Ja gut, das kenne ich. Okay. Und ich will Sie jetzt als potenzielle Kunde aufnehmen. Wie klingt das für Sie? Erstmal... Gut, okay. Wie war jetzt nochmal Ihre Webseite genau? Weil ich habe es zugemacht. Okay, kein Problem. Ich habe Ihnen auch per E-Mail geschickt. Ich sende Ihnen nochmal. Ich komme gerade nicht an mein E-Mail-Postfach ran. Können Sie einfach mal diktieren Ihre Webseite, dass ich dann nochmal drauf schaue? Kein Problem. Ja? Ja, kein Problem. Ich buchstabiere Ihnen. Schreiben Sie. Ja. C wie Center. Bitte was? C wie Center. A wie C. Ja, Cäsar. Otto. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Siegfried. Ja. Konrad. Ja. Hannover. Ja. Anton. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Chain. Punkt. Coins Chain? Also Coins Chain, also CV nochmal wie Cäsar, wie... Sie haben Konrad gesagt. Habe ich Konrad gesagt? Es tut mir leid, ja, ich habe vielleicht fast falsch gesagt. Also Coins Chain. Coins Chain, Punkt. Ja. I wie Ida, O wie Otto. Ah ja, okay. Gut, okay. Ja, dann können Sie mal weiter erklären. Und wir haben in diesem Website schon angemeldet. Und deswegen, ich erreiche ihn. Und da steht drinnen alles Bitcoin und Rohstoff und so weiter. Alles. Wenn Sie jetzt gerade anloggen sind, dann sehen Sie da alles. Und ganz unten gibt es unsere, also wegen dem Sicherheitslizenznummer und so weiter, steht das alles auf. Mhm. Und. Also wenn Sie auch da mit dem Einzelzahlung machen möchten, da gibt es die linke Seite Kaution. Sie können dahin nochmal klären. Ja, Augenblick. Irgendwie öffnet sich die Seite gerade nicht so richtig. Öffnet die Seite nicht richtig? Ja. Okay, ich kann Ihnen auch per WhatsApp den Link senden. Ist jetzt gar kein Problem, ja? Also ich habe jetzt hier ein Sign-in to Account. Ja, ich möchte ja also erstmal Ihre Webseite sehen. Ja, also sind Sie nicht drinnen, genau? Nein, ich bin erstmal, ich möchte erstmal Ihre Webseite sehen, komplett. Ich bin hier direkt auf dem Login. Okay, kleinen Moment. Ich verbinde Sie mit meiner Webseite. Eine Sekunde. Also wenn ich coinschain.io eingebe, komme ich direkt auf das Sign-in für den Account. Wo ist Ihre Webseite denn? Also da drinnen gibt es alles, Sie sehen alles. Und nein, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nur hier den Sign-In. Das Einlog-Fenster. Okay. Mehr sehe ich nicht. Okay, kein Problem. Und die andere, unsere Webseite heißt Portreader. Augenblick. Das ist andere Webseite? Das ist ein... Hä? Das verstehe ich nicht. Nein, die Coinschain, unsere Applikation, ja? Das ist unsere App. Und
Da gibt es auch Portraits. Also wenn Sie die Einzelzahlung von Coinchain machen, dann die unsere Kundenberater, Ihre persönliche Kundenberater, bringt Sie nach Portraits. Da klären Sie alles, ja? Ja, aber Augenblick, also hallo. Nee, Sie haben gesagt, Sie wären die Firma Coinchain.io. Ja. Dann sind Sie, nein, das ist ja Ihre Applikation nur. Dann sind Sie die Firma Por irgendwas? Portraits. Ja. Also ich kläre Ihnen nochmal, ja. Das ist Coinchain, unsere App. Also Sie können im Google Play auch finden, ja? Nee, das ist keine App, das ist eine Webseite. Ja, sonst aber wie ja. gesagt, Sie können das auch runterladen, ist es gar kein Problem, das meine ich. Ja, das mag durchaus sein, aber Sie haben gesagt, Sie wären von Coinchain.io und jetzt sind Sie von Portrait. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist eine ganz andere Webseite. Nein, das gehört, diese Seite gehört auch von uns. Sie können auch anschauen. Da gibt's, das steht alle. Portraits. Ja. Okay, und wie ist... Wie also wenn Sie anschauen, Sie werden also über uns alles da sehen, ja? Ja gut, dann sagen Sie mal, wie heißt das? Por was? Buchstabieren Port. Sie mal. Okay. Kleinen Moment. P wie Peter. Ja, pusten Sie bitte nicht so... Pusten Sie bitte nicht so in den Telefonhörer, das hört man okay, fürchterlich. Alles klar, tut mir leid, ja? So, nochmal. P wie Peter. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. T wie Theodor. Ja. Nochmal R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. D wie David. Ja. E wie Emil. Ja. R wie Richard. .com. Portraiter? Ja, Portrait. Nee, Sie haben Portraiter gesagt. R wie Richard am Ende. Ja, wir schreiben Portrait, aber wenn man das ist, Portrait, sagen wir so. Nee, Portraits ist mit S am Ende. Ja. Ja, und Portraiter ist mit R am Ende. Das kann ja nun nicht gleich sein. Also wir sagen immer Portrait, ja? Ja, aber es stimmt doch nicht. Also es ist ja Portrait da. Okay, aber wir im Unsere-Gespräch kommt das immer Portrait, ja? Also Sie... Es ist ja seltsam, dass man seine Firma noch nicht mal richtig benennt. Und dann sagt sie .com oder was? Also nein, ja, Portrait.com. Sie sehen unsere Webseite erstmal, aber wir sehen jeden Tag diese Webseite, weil... Ja, als Kunde sieht man nicht jeden Tag die Webseite. Also... Wie gesagt, wir sehen diesen Werbung jeden Tag, wir sehen diesen Website jeden Tag, deswegen, wir haben immer so Portrait gesagt, deswegen ist so. Ja, es steht ja im Logo, steht ja auch Portraits. Ja. Warum heißt es dann Portrait, wenn es Portraits ist? Aber wie gesagt, das macht unsere IT-Gruppe und so weiter. Das ja, genau, da frage ich mich... Wie gesagt, ja, es ist aber schon seltsam, weil Mercedes heißt ja auch nicht Mercedes, sondern Mercedes. Ja. Warum machen Sie das so? Aber glauben Sie mir, wir sagen immer Portraits, aber die drinnen, diese Link steht Porträder. Das sagen wir immer Portraits, weil in der drinnen auch. Ja, aber das ist doch unlogisch. Nein. Also natürlich ist es unlogisch. Mercedes heißt ja auch nicht Mercedes. Ja, haben Sie dafür recht. Ja, also ist es doch unlogisch. Dafür gibt es in unserer Hand gar nichts. Ja, das kläre ich Ihnen auch. So, okay, gut. Und wo finde ich da alle Informationen? Da gibt es ganz unten und da rechte Seite gibt es mehr Prozess, Unterstützung und so weiter. Alles steht hier. Sehen Sie, die rechte Seite gibt es von dem, oben von dem Anmeldung, ja, über Anmeldung steht das. Ja, was denn, wo sind denn jetzt? Also ganz oben oder ganz unten? Ganz oben gibt es auch unsere Information, ganz unten gibt es auch. Ja, wo soll ich denn jetzt gucken? Ganz oben, ganz unten, in der Mitte? Also wenn Sie sagen, ich will Ihre Firmeninformationen haben. Richtig. Sie müssen ganz unten anschauen. Ja, und wo steht's unten, da? Unten gibt's ganz unten rechte Seite gibt's Firmeninformationen. Firmeninformationen? Ja.
Augenblick, dann schauen wir doch mal. Okay. So, ich habe es jetzt auf Deutsch umgestellt. Die Musik ist sehr störend. Ich kann ihn auch lesen, ja? Ist gar kein Problem. Bitte, was können Sie? Ich kann auch, wie Sie das lesen, ist es gar kein Problem. Nö, ich möchte ja selber lesen. So, okay, und wo finde ich jetzt nun die Firmeninformation? So, also, wenn Sie das in der ist, Website sind, ganz unten, rechte Seite. Ja, wenn Sie mich da mal ausreden lassen würden. Ich war ja noch nicht fertig. Okay. So. Das ist ja im Prinzip keine Firmeninformation, das ist ja nur die Risikowarnung, die unten rechts steht. Hallo? Ja, hallo, eine Sekunde bitte. Warum? Ich verbinde Sie jetzt mit meinem Teamleiter, ja? Okay. Okay. Hallo, Herr Schlawiner. Grüß ja. Sie, Benjamin Messner hier. Hi, wie hallo. Geht es Ihnen? Alles gut? Ja, ja. Okay, ganz kurz zu unserem zu unserer Plattform. Nur zur Info, also für uns ist also Geld, also wenn es um Sachen Geld geht, das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, kann ich verstehen. Deswegen bieten wir ja auch die Transparenz und diese, also all die Firmendaten, wie zum Beispiel auch die Lizenznummern, die Registrierungsnummern, finden Sie auch alles in der Fußzeile von unserer Plattform. Nee, wo vielleicht denn? Auf der Homepage. Ja, ich bin drauf. Wo finde ich das denn? Scrollen Sie mal ganz nach unten. Ich bin ganz unsere unten. Unsere Links, Firmeninformationen, kontaktieren Sie uns. Auf der linken Seite sehen Sie ja Portraits. Ja. Und unter Portrait sehen Sie die Registrierungsnummer, dann den Sitz, die Lizenznummer, steht alles drauf. Okay, und die, wo sind Sie dann registriert? Lizenz? In Bulgarien. In Bulgarien? Genau, weil wir haben ja in der EU die Lizenz und die Regulierung haben wir über die über Bulgarien. Da haben wir auch die Lizenznummer mit dazu. Und Sie sind eine Firma, von wo aus, wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Auch in Bulgarien. Und warum rufen Sie mit einer Nummer aus England an? Das ist, wissen Sie, was Voice over IP ist? Natürlich, aber da kann man... Okay. Ja, ja, ich voll weiß ich es ganz genau. Man kann die Voice over IP so einstellen, dass man aus dem Land die Nummer übermittelt wird, aus dem Land, aus dem man anruft. Genau. Die haben aber ja, hier... Ja, und bei Ihnen ist es nicht so. Sie rufen aus England an. Das stimmt. Es ist, also das hat auch den folgenden Grund, damit wir die beste Verbindung aufbauen können bei den Telefonaten, nutzen wir dann eben in dem Moment die beste. Das ist Quatsch. Ist aber so. Nein, nein, das ist Quatsch. Es ist Quatsch. Sie können Ihre Verbindung so einrichten, dass Sie mit einer Nummer aus Bulgarien anrufen. Und das endet okay, ja, das ändert ja nichts an der Verbindung. In dem Moment war es aber dann halt nicht so, weil wir haben ja mehrere Extension-Nummern. Und in dem Falle, bei unserem Gespräch, ist es über die UK gegangen. Schon das seltsam. Ist nur okay. Der einzige Grund. Okay, okay, gut, okay. Und, also nur zum Verständnis, ne? Das mit der Regulierung, mit der Transparenz und dass das auch legal ist, sehen Sie hier alles auf der, also anhand der Registrierungsnummer. Ja, wo sind Sie? Können Sie auch alles überprüfen. Ja, gut. Wo sind Sie denn in Bulgarien reguliert? Bei welcher Behörde? Können Sie hier beim Government von Bulgarien die Registrierungsnummer eingeben? Finden Sie alles? Ja, wie wird die denn genannt? Die Behörde? Das ist die Government of Bulgarien. Nein. Doch? Nein, es gibt zwei Regulierungsbehörden in Bulgarien. Und okay. Die heißen beide nicht Government of Bulgarien. Blödsinn. Naja, wenn Sie meinen... Ich weiß es. Möchte ich jetzt nicht bestreiten. Ja, eben, nicht. Richtig. Und Sie, aber Sie sagen, Sie sind vom Government von Bulgaria? Das gibt's nicht. Da sind wir registriert. Nicht, dass ich selbst von dort bin. Ja, es geht doch auch nur um Ihre Registrierung. Genau. So, es gibt Bulgarian National Bank und Financial Supervision Commission. Die beiden gibt es in Bulgarien. Und bei wem von den beiden sind Sie nun reguliert?
Ist weder noch. Ja, sehen Sie, und das ist genau der Punkt. In Bulgarien gibt es nur diese zwei, die Lizenzen vergeben dürfen. Also ich sag nur eins, wir haben bisher noch nie unreguliert gearbeitet. Ja, Sie arbeiten jetzt gerade unreguliert. Das meinen Sie? Ja, das sehe ich, weil ich weiß, wo ich überprüfen kann. Und das, was Sie sagen, die dürfen keine Lizenzen vergeben. Okay, wie Sie meinen. Also ja, das weiß ich. Alles klar, also ich bestreite das nicht. Gesagt, also bestreiten Sie nicht, dass Sie... Nein, Sie bestreiten es nicht, aber Sie sagen, dass Sie unreguliert sind. Also bestreiten Sie es doch. Ich sage nicht, dass wir unreguliert sind, Herr Schlawiner. Ja, doch, haben Sie doch gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir unreguliert sind. Das habe ich noch nie gesagt. Die Gespräche werden ja auch aufgezeichnet, um Gottes Willen. Ach, warum werden die aufgezeichnet? Aus Qualitätsgründen, aus Ding? Damit wir auch nichts Falsches machen hier am Telefon. Sie müssen mich vor dem Gespräch darüber informieren, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Also alles gut. Herr Schlawiner, ganz ehrlich, über was diskutieren wir jetzt überhaupt? Ja, wir diskutieren, lassen Sie mich ausreden oder nicht? Wollen Sie mich nicht ausreden lassen? Gerne, also, wenn ich weiß, dass wir am Ende des Gespräches in eine gute Richtung gehen, dann sehr gerne. So, sind Sie jetzt fertig? Ja. Wir diskutieren hier jetzt gerade über den Datenschutz. Genau. Und der interessiert Sie scheinbar gar nicht. Warum? Ja, weil Sie sagen, Sie zeichnen dann das Gespräch auf, ohne mich vorher informiert zu haben. Das ist illegal. Okay, dann gebe ich das weiter zur Überprüfung. wer will denn das überprüfen? Wer will denn das überprüfen? Die Qualitätsabteilung. Ja, das kann ich die... oh mein Gott. Es ist ja unglaublich. Aber kommen wir doch mal weiter. Ihre CoinChain.io-Seite. Mhm. Wie alt ist diese Seite? Ist schon mehrere Jahre alt, aber ganz ehrlich, ja. Ich jetzt selbst nicht. Ich weiß es genau. Wie lang? 74 Tage alt. Okay. Sie sind also ein Betrüger. Fahren Sie bitte fort. Ja, ich habe schon alles gesagt. Sie sind ein Betrüger. Okay. Sie haben keine Lizenz. Sie sind ein Betrüger. Ich lache Sie aus. Danke. Sie sind ein fürchterlich dummer Betrüger. Danke für Ihre Meinung. Ja, alles gerne, klar. Gerne. Ich werde übrigens dieses Telefonat wurde auch von mir aufgezeichnet. Okay, und das wird bei YouTube erscheinen, um Firmen und andere Menschen vor ihrer Firma zu warnen, dass sie ein fürchterlich schlechter Betrüger sind. Das müssen Sie beweisen können, ansonsten... Habe ich schon. Unterstellung, habe ich schon. Sie können mich ja gerne anzeigen, kein Problem. Illegal, was Sie sagen, ne? Zeigen Sie mich alles gerne klar. an. Zeigen Sie mich sehr gerne bei der Polizei an. Okay. Ja, gerne. Nur los. Dann schönen Tag dann noch. Ja. Ciao, Betrüger. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Roffelsbucher? Ja, wer ist da bitte? Freue mich, Sie zu erreichen. Mein Name ist Kerstin Streitmann und ich bin Vertraterin von Handelsplattform. Sie sind Vertraterin? Was ist eine Vertraterin? Vertraterin von Handelsplattform, genau. Sie haben sich ich kenne das Wort Vertraterin nicht. Wie bitte? Ich kenne das Wort Vertraterin nicht. Was ist eine Vertraterin? Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Roffelsbucker. Ja. Ich freue mich, Sie zu erreichen. Mein Name ist Kerstin Streitmann und ich bin Vertraterin von Handelsplattform. Sie haben sich bei uns für das Projekt am zusätzlichen passiven Einkommen interessiert. Stimmt das? Ich verstehe Sie kaum, Sie nuscheln sehr. Das ist eine Investition in Projekt. Wenn Sie investieren, Sie können Geld verdienen.
Ja, das ist meistens bei Investitionen so. Wie bitte? Verstehen Sie mich nicht? Soll ich noch ein bisschen wiederholen, weil das Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Ich verstehe Sie nicht. Ach so. Okay, ich wiederhole noch einmal. Das ist ein Investitionsprojekt, wenn Sie investieren, Sie können mehr Geld verdienen. Das ist meistens bei Investitionen so. Wenn Sie investieren auf unser Projekt, ich schicke Ihnen Ihre personale Kundenkonto. Da können Sie jeden Tag Geld dort beobachten. Es ist sehr Also laut bei Ihnen. Können Sie da mal ein bisschen für Ruhe sorgen? Es ist sehr laut. eine Weile bitte. Hallo. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, Ein bisschen besser? die Musik ist aber immer noch sehr laut und störend. Okay, ich hoffe, Sie noch einmal. Eine Weile bitte. Hallo? Hallo. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Möckmühl? Ja, das ist richtig. Maria Parker spricht am Apparat. Es geht um Ihre Registrierung über vollautomatische Handelssoftware. Ja, okay. Ich bin Ihre Kontoberaterin, Herr Möckmühl, und ich werde Sie gerne weiterhelfen, Ihre Handelskonto vollständig zu aktivieren. Ja. Haben Sie schon Erfahrung in dem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Kontoberaterin, bei welch, wo bin ich denn jetzt? Sie haben Ihre Firma noch gar nicht genannt. Habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Sie haben Ihre Firma noch gar nicht genannt. Also die Haupthandelsplattform heißt Xelit.com. Wie heißt das? Fxelit.com. fxelit.com. Genau, ich habe schon die Anweisungen auch per E-Mail gesendet. Ja, kann ich ja mal gucken. Nö, ich sehe noch nichts. Hier ist noch keine E-Mail angekommen. Das habe ich schon vor ein paar Minuten gesendet. Ja, ist aber noch nichts angekommen. An wem haben Sie gesendet, die E-Mail-Adresse? Jürgen.Möckmühl@suden.de. Richtig. Ja, ist meine E-Mail-Adresse. Ist aber nichts angekommen. Na, vielleicht kommt es ja noch. Kann ja durchaus Es sein. kann sein. Ja, dann erzählen Sie Kann mal ein sein. bisschen was über Ihre Firma vielleicht. Mit was kann ich handeln? Wie funktioniert das bei Ihrer Firma? Also, alles funktioniert bei uns automatisch, Herr Möckmann. Und wo haben Sie die Registrierung gemacht, Herr Möckmann? Die Im Internet. Plattform sollen Sie schon auf jeden Fall wissen, weil Im Sie sind Internet. also selber im Internet angemeldet. Genau, und auf welcher Seite sind Sie registriert? Ach, das weiß ich nicht mehr. Die habe ich schon wieder zugemacht. Das weiß ich nicht mehr. Wenn Haben Sie ich auch gar nicht gehandelt? wie gehandelt? Also, haben Sie schon gehandelt oder das ist absolut neu? Nee, ist nicht absolut neu. Ich habe mich ein bisschen informiert, aber gehandelt habe ich noch nicht. Hallo? Ja, bin ich da. Also, mindestens Einstiegskapital, Herr Möckmann. Bei uns ist 250 Euro. Das ist minimales Betrag, womit Sie einsteigen können. Und sobald Sie diese Summe investieren, damit Sie von unserer Seite eine Software erhalten, eine vollautomatische Handelssoftware, welche für Sie ganz automatisch handelt. Also kauft und verkauft automatisch. Und außer dieser Software, Sie kriegen professionelle Hilfe von unserem Finanzberater. Also sozusagen am Anfang soll der Berater diese Software für Sie freischalten.
richtige Produkte auswählen, womit Sie zum Beispiel auf Finanzmarkt handeln möchten. Und dann der Handelsprozess geht vollautomatisch. Dafür brauchen Sie keine Zeit und keine Kenntnisse. Also brauchen Sie nur mindestens Betrag als Balance zu haben. Und dann können Sie also wenn Sie Handel anfangen, dann können Sie selber entscheiden, zum Beispiel, wie lange Sie bei uns handeln. Also wie viel Sie dann, also wenn Sie zum Beispiel weitere Investitionen tätigen möchten, das können Sie auch jede Zeit machen. Oder wenn Sie zum Beispiel nach einem Monat aussteigen möchten, dann können Sie, das können Sie auch also von Ihrer Seite ganz einfach tätigen. Ja gut, mit was kann ich dann alles handeln bei Ihrer Firma? Also bei auf Finanzmarkt gibt es ja verschiedene Produkte sozusagen, womit man handeln kann. Ja, und mit welchen kann ich bei Ihnen handeln? Zum Beispiel mit Kryptowährungen, also mit Bitcoin können Sie, mit Aktien, mit Gas, mit Öl und so weiter. Aktien geht auch. Ich kann also bei Ihnen auch Aktien kaufen. Es geht auch. Ja, gut, weil ein paar Aktien hätte ich ganz gerne. Das wäre schon mal ganz gut. Ja. Das ist schon mal interessant. Aktien hätte ich ganz gern welche gekauft und mir irgendwie weiter liegen lassen, bis sie mehr wert sind. Das geht bei Ihnen, okay. Das ist schon mal schön. Und die Frage ist, was macht die denn da für Geräusche? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Hallo? Hallo, sagen Sie doch was. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Kann ich mit Herr Thomas Hadamczyk reden? Ja, der ist am Apparat. Anna Klein spricht am Apparat. Ich grüße Sie. Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung am Finanzmarkt, ja? Ja. Sie sind bei uns angemeldet, deswegen habe ich angerufen. Ich bin Ihre Kontoberaterin und ich helfe Ihnen weiter, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Ja, bei uns heißt, bei wem? DGB Financial. Wie bitte? DGB Financial. Können Sie das mal, es ist schlecht zu verstehen, können Sie es mal buchstabieren, bitte? Natürlich, ich kann. D wie Dora. Ja. G wie Gustav. Ja. B wie Bertha. Ja. F wie Friedrich. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. C wie Cäsar. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. L wie Ludwig. Ja. Und weiter? Das ist .com, Cäsar Automata. Ah ja, okay, dankeschön. Gut, jetzt erzählen Sie mal weiter, bitte. Sie sind bei uns angemeldet und deswegen habe ich angerufen. Ja, ich bin Ihre Kontoberaterin. Sie haben Interesse geäußert, mit Kryptowährungen und mit Aktien handeln, richtig? Richtig. So, in diesen Richtungen, haben Sie schon Erfahrungen oder ist das ganz neu für Sie? Nee, so ganz neu nicht. Ich habe ein klein wenig Erfahrung. Ah, okay. Haben Sie alles alleine gemacht oder mit der Broker zusammen? Also ich habe mal Aktien gekauft, ja. Okay. Und das habe ich alleine gemacht. Haben Sie nur gekauft? Ja, ich habe nur gekauft. Ich halte die immer noch. Okay. Jetzt möchten Sie mit Kryptowährungen handeln oder möchten Sie mit Aktien handeln? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Okay. Es kommt ja darauf an, was Sie mir anbieten. Darauf kommt es ja an. Ja.
Wir bieten Ihnen vollautomatisierte Plattform und Unterstützung von unseren hochqualifizierten Experten. Ja? Das bedeutet, und wie sind die denn qualifiziert? Also unsere Experten haben in diesem Richtung mehr als 10-jährige Erfahrungen. Ja, ja, und welche Ausbildung haben die? Bitte? Welche Ausbildung haben Ihre Experten? Also bei uns, die Experten, hat sehr große Erfahrungen. Das sagten Sie bereits. Meine Frage war, welche Ausbildung haben Ihre Experten? Das weiß ich nicht, leider. Okay. So, Sie bekommen Unterstützung von unseren Experten, ja, die in diesen Richtungen mehr als 10-jährige Erfahrungen haben. Ja, sollen Ihre Berater sagen, was ist Ihr Ziel, Ihre Motivation am Finanzmarkt? Und genau mit dieser Information, Ihre Berater macht Analyse für Sie am Finanzmarkt, ja, und öffnet für Sie verschiedene Positionen. Sie sollen Ihrem Expert sagen, was ist Ihr Ziel, Ihre Motivation am Finanzmarkt und circa wie viel möchten Sie monatlich verdienen, ja? Ja, das kann ich ja dann dem Experten sagen, natürlich. Natürlich. So, ich bin Ihre Kontoberaterin. Das bedeutet, ich vorbereite für Sie ein Portfolio nach den Aktivationen und ich gebe die Daten, womit können Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Ja? Für die Aktivationen, wie Sie schon wissen, Sie brauchen sichere Zahlungsmöglichkeit wie PayPal-Konto, Online-Überweisung und Kreditkarte, Visa oder Mastercard. Und Sie brauchen natürlich Investitionen auf Ihrem Handelskonto einzahlen. Ja? Mindestbetrag am Finanzmarkt ist immer 250 Euro und wir bieten heute noch zwei verschiedene Pakete. Das ist ein goldenes Paket, das heißt, Sie brauchen 500 Euro investieren und haben wir Plattenpaket, dafür Sie brauchen 1000 Euro investieren. Ja? Also natürlich Unterschied ist der Profite. Mit 500 Euro können Sie mehr Profite machen als mit 250 Euro. Ja, gut. Und mit 1000 Euro können Sie mehr Profite machen als mit 200 und mit 500 Euro. Sie sollen mir sagen, welche Paket möchten Sie nehmen und welche Zahlungsmöglichkeit nutzen Sie. Ja, erstmal möchte ich gerne wissen, Sie als Finanzdienstleister müssen ja einen prozentualen Gewinn erwirtschaften. Der ist ja unabhängig von der. Darf ich bitte ausreden? Ja. Der prozentuale Gewinn, den muss ja jede Handelsplattform erstmal in ihrer Buchhaltung haben. Den möchte ich gerne wissen. Der prozentuale Gewinn, der ist ja unabhängig von der Menge der eingelegten Gelder. Das ist ja nur der prozentuale Natürlich, Gewinn. Also wir haben unsere Interesse. Unser Interesse ist, dass wenn Sie Ihre Profite auszahlen, bekommen wir 3% Provision. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, den prozentualen Gewinn, den man bei Ihrer Firma machen kann. So, Sie meinen, dass wenn Sie 250 Euro investieren, wie viel können Sie monatlich verdienen? Nein, ich rede von prozentualen Gewinn. Da spielt die Höhe der Einlage ja keine Rolle. Das ist ja prozentuale Gewinn. Darüber können Sie mit Ihrem Berater reden, ja? Ja gut, dann geben Sie mir den doch mal. Okay, ganz kurz bitte. Warten Sie an die Linie. Einen Moment. Ja. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, haben Sie? Herr Damzig ist mein Name. Wen spreche ich bitte? Mit Frau Mal sprechen Sie, mit Kontoverwalterin von den Finanzmarkt. Okay, jetzt können Sie mich weitere Fragen stellen. Bitte. Ja, ich möchte gerne wissen, den prozentualen Gewinn, den ich bei Ihrer Firma erwirtschaften kann. Okay, jetzt gucken Sie. Ja, es gibt 3 Arten von Anfängerkonten pro Einzahlungen. 250 Euro. Sie erhalten einen Finanzberater, eine automatisierte Handelssoftware, Signale, persönliche Kontaktdaten zwischen Ihnen und Ihrem Finanzberater, Gewinne bis zu 600 Euro pro Monat. Also, falls Sie mit 500 Premium-Handelskonto anfangen, Sie erhalten einen Finanzberater, eine automatisierte Handelssoftware, Signale, persönliche Kontaktinformationen zwischen Ihnen und Ihrem Finanzberater und einen Bonus von 100 Euro vom Unternehmen, um Ihre Konto zu erhöhen. Ja? Gewinne bis zu
1.500 Euro pro Monat. 1.000 Euro VIP-Handelskonto. Sie erhalten einen Finanzberater, automatisierte Handelssoftware, Signale, persönliche Kontaktinformationen zwischen Ihnen und Ihrem Finanzberater, einen persönlichen Plan um Ihre finanzielle Helpdesk, damit Sie nie der Schlange stehen müssen, wenn Sie dann Helpdesk anrufen müssen, und einen Unternehmerbonus von 250 Euro, um Ihr Konto zu erhöhen. Mit Gewinnen von bis zu 3.000 Euro pro Monat. Auf jeden Fall, ja, das ist ganz einfach. Auf dem Finanzmarkt ist es so, ja. Je mehr man investiert, desto mehr man verdient auch. Okay? Das ist ganz einfach. Also mit 250 Euro können Sie natürlich nicht zufällig Millionen verdienen. Ja, das ist unmöglich. Das verstehen Sie auch. Außerdem, das ist alles gebührenlos, ja, und unser eigenes Interesse ist, wenn Sie mit uns langfristige Partnerschaft haben, ich bekomme als Ihre persönliche Kontoverwalterin, wenn Sie die Auszahlungen von Ihrem Gewinn also tätigen, 1% als Improvision. Also, Sie sollen wissen, dass wir gemeinsam Interesse haben. Unsere Was ist denn bitte eine Improvision? Improvision, wissen Sie, was das ist? Nein. Nein. Ich kenne Provision, aber ich kenne keine Improvision. Provision habe ich gesagt. Nein, Sie haben genau. Improvision gesagt. Okay, jetzt gucken wir. Ja? Wir sind hier nicht, dass wir Sie überzeugen. Sie haben alle möglichen Informationen und jetzt, Sie sollen zu mir sagen, wie sollen wir uns verbleiben? Möchten Sie Ihre eingerichtete Handelskonto auf unsere Unternehmer also behalten oder sollen wir das alles löschen? Ja, erstmal habe ich ja noch keine Informationen bekommen. Sie haben jetzt eine ganze... Entweder lassen mich doch, lass, Sie haben gefragt, also lassen Sie mich antworten. Lassen Sie mich antworten oder wollen Sie mich nicht antworten lassen? Hehehehe